Herzlich willkommen zu einem neuen Frisurenvideo von mir. Ich habe 3 Minuten Hairstyles für euch herausgesucht, die ganz einfach sind. Ich habe mich wirklich bemüht, keine komplizierten Flechtfrisuren euch vorzustellen oder irgendwelche krassen Steckfrisuren oder ähnliches, sondern wirklich Dinge, die ihr mit Sicherheit hinbekommt. Wenn ich die hinkriege, kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Frisur ihr am coolsten findet und was ihr gerne davon nachmachen möchtet. Und los geht's! Für die erste Frisur habe ich mir zunächst einmal oben am Oberkopf einen kleinen Zopf gemacht mit einem durchsichtigen Haargummi. Das solltet ihr aber nicht zu stramm machen, denn oberhalb des Haargummis müssen wir die Haare in der Mitte aufspalten und den Zopf einmal von oben hindurch drehen. Ich denke, dieses Prinzip kennt ihr bereits. Das machen wir jetzt auch häufiger in diesem Video. Dann spalte ich den Zopf einmal in der Hälfte auf und füge ein paar Haare von vorne vom Gesicht hinzu, also einfach so eine Haarsträhne, und befestige das Ganze wieder mit einem durchsichtigen Haargummi. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ein paar Haare hinzufügen und wieder mit einem Haargummi befestigen. Anschließend habe ich die beiden kleinen Zöpfchen auch einmal in sich eingedreht, also einfach die Haare einmal oben durchziehen, durch das Loch sozusagen. Und schon sind wir mit der ersten Frisur fertig. Super schnell, super einfach. Ihr braucht nicht flechten oder ähnliches. Und ich finde, das sieht richtig schön aus und ist mal was anderes. Frisur Nummer 2 ist eine Abwandlung von einem ganz normalen Zopf. Dafür müsst ihr erst einmal eure Haare in 3 gleich große Partien einteilen und dann bindet ihr die jeweiligen Partien einfach locker mit einem durchsichtigen Haargummi zusammen. Da wir jetzt wieder oberhalb des Haargummis ein Loch machen und den Zopf einmal da durchschieben, solltet ihr auf jeden Fall die Zöpfe nicht zu stramm zusammenbinden, damit ihr halt eben den Platz dafür habt. Dann nehmt ihr einfach alle 3 Zöpfe einmal zu einem großen Zopf zusammen, lockert das Ganze noch einmal ein bisschen auf und schon sind wir auch mit der zweiten Frisur fertig. Jetzt machen wir uns sozusagen kleine Dutts bzw. Space Buns. Die könnt ihr einmal im Nacken machen, so wie ich, oder natürlich auch weiter oben am Kopf. Dafür habe ich meine Haare in der Mitte aufgespalten und suche mir hier auch vorne vom Gesicht her noch 2 Strähnen raus, die ich erstmal hängen lasse. Die restlichen Haare habe ich dann einfach so eingezwirbelt hinten im Nacken und mit einem Haargummi befestigt, wie ihr das sehen könnt. Wie gesagt, ihr könntet diese kleinen Dutts auch oben am Kopf machen, wenn ihr eher diesen Space Bun-Effekt haben möchtet, aber da ich Extensions trage, geht das bei mir leider nicht. Damit diese 2 kleinen Knötchen etwas länger halten und nicht so runterfallen, habe ich die mit ein paar Haaren noch an der Kopfhaut festgesteckt und dann können wir uns um unsere Haarsträhnen kümmern, die vorne noch am Gesicht runterhängen. Die habe ich ein bisschen eingedreht und dann einfach hinten um meine kleinen Dutts drumherum gewickelt und wieder mit 1-2 Haarnadeln festgesteckt. Ich finde, das gibt dann nochmal so einen richtig schönen Effekt. Könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr möchtet. Und die Frisur ist auf jeden Fall super geeignet, wenn ihr gar keine Haare im Gesicht rumfliegen haben möchtet. Ich zuppel mir natürlich immer noch so meine Ponysträhnen raus, weil die eh von alleine rausfallen. Und dann, ja, sind wir auch mit dieser Frisur fertig, finde ich mal was anderes und super schön. Die 4. Frisur ist relativ ähnlich wie die erste. Wir teilen uns nämlich wieder so ein kleines Zöpfchen oben am Oberkopf ab und befestigen das mit einem durchsichtigen Haargummi. Dann nehmen wir den gleichen Zopf und machen einfach noch ein Haargummi drumherum, ein bisschen tiefer, damit wir in der Mitte wieder ein Loch machen können und den Zopf hindurchschieben können. Anschließend teilen wir wieder 2 Strähnen vom Gesicht ab und befestigen die hinten am Kopf auch wieder zusammen mit einem Haargummi und stecken dann diesen Zopf durch die Mitte von dem anderen Zopf. So, das ist schwieriger zu erklären, als es letztendlich ist. Und schon haben wir die Frisur auch fertig. Und das ist auch wieder eine Frisur, wo die Leute euch fragen werden, wow, wie hast du das gemacht? Das sieht total interessant aus, obwohl es total easy war. Bei der 5. Frisur teilen wir uns wieder vorne am Gesicht eine Haarsträhne jeweils ab auf jeder Seite und die restlichen Haare nehmen wir hinten einfach zu einem Zopf zusammen, den wir aber wieder nur recht locker binden, da wir ihn nämlich einmal in der Mitte wieder hindurchschieben. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. So, die beiden Strähnen, die wir vorne abgeteilt haben, flechten wir einfach ganz normal runter. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie am Kopf flechten oder so, sondern einfach nur ganz normal die Strähnen runterflechten. Und wenn ihr das gemacht habt, befestigt ihr das Ganze wieder mit einem Haargummi
Haargummi. Ich habe das auch noch ein bisschen aufgelockert, damit die Strähnen etwas fülliger aussehen. Und dann nehmt ihr die beiden Strähnen und schiebt die auch oben durch dieses Loch einmal hindurch, sodass einfach diese geflochtenen Strähnen auch nochmal da drüber liegen. Und ich finde, das hat einen richtig tollen Effekt, sieht super schön aus. Ihr könnt natürlich den Zopf auch weiter oben am Kopf machen, also nicht so wie ich im Nacken. Wie gesagt, durch meine Extensions geht das bei mir leider nicht anders. Also da habt ihr noch ein bisschen Spielraum, wie ihr das machen möchtet. Und dann ist die Frisur auch schon fertig. Super schnell, super einfach, aber richtig, richtig schön. Ja, diese Frisur hat bei mir leider nicht so gut geklappt. Ich wollte sie aber trotzdem drin lassen, weil ich die eigentlich generell ganz schön finde. Das funktioniert besser, wenn ihr keine kurzen Ponysträhnen vorne habt, so wie ich, die da immer wieder rausfallen, wie ihr sehen könnt. Ihr könntet aber, falls ihr das nicht habt, einfach an eurem Scheitel jeweils oben am Oberkopf zwei kleine Zöpfchen machen, die dann sozusagen eure vorderen Haarpartien nach hinten halten. Ich finde, das ist eine richtig schöne Frisur, rein theoretisch, wenn man halt nicht diese kleinen Babyhaare da vorne alle hat und halten einfach super die Haare aus dem Gesicht, besonders irgendwie, wenn ihr auf der Arbeit, in der Schule oder sonst wo seid, ist das eigentlich eine ganz coole Frisur. Frisur Nummer 7 ist wieder eine Frisur, wo euch jeder fragen wird, wow, wie hast du das gemacht? Das sieht mega interessant aus, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Ich habe hier wieder ein kleines Zöpfchen oben am Oberkopf gemacht und dann wieder zwei Haarsträhnen vorne am Gesicht abgeteilt und die hinten über dem bereits vorhandenen Zopf wieder zusammengenommen. So, und jetzt müsst ihr genau hinschauen, denn das ist schwierig zu erklären, aber ich denke, wenn man das sich einfach anschaut, ist es am einfachsten. Ihr geht jetzt mit eurer Hand unter die eine Seite von eurem Zopf, nehmt dann den unteren Zopf in eure Finger und zieht den einmal so hindurch. Ich hoffe, das konnte man einigermaßen gut sehen. Dann müsst ihr das am besten richtig schön festziehen, damit der Zopf dann nicht so rausschaut. Ich habe ja von Natur aus eigentlich kürzere Haare, deswegen sind die da ein bisschen rausgerutscht. Wenn ihr längere Haare habt, also überall, dann hält das ein bisschen besser und sieht echt super schön aus und elegant. Und die Frisur ist auf jeden Fall ein richtiger Hingucker. Für Frisur Nummer 8 nehme ich die komplette obere Haarpartie hinten mit einem Haargummi zusammen. Den Zopf spalte ich dann in zwei gleich breite Haarsträhnen auf und wickle darum noch einmal ein Haargummi. Wieder mit ein bisschen Abstand, damit wir nämlich in der Mitte wieder ein Loch machen können und dann jeweils die Strähne oben hindurchschieben können. Anschließend habe ich das Ganze dann ein bisschen aufgefächert, also so ein bisschen dran gezogen, damit es etwas voluminöser aussieht. Und dann nehmt ihr einfach unten die kleinen Haargummis zusammen und schiebt die zu dem anderen Haargummi hoch. Das seht ihr jetzt gleich, genau. Und dann macht ihr einfach drumherum nochmal ein Haargummi. Dann könnt ihr an dem kleinen Dutt so ein bisschen rumfummeln, bis der so aussieht, wie ihr das gerne haben möchtet, also ein bisschen gleichmäßiger. Und dann könnt ihr das einfach wieder mit ein paar Haarnadeln feststecken. Und dann habt ihr nämlich so einen richtig schönen Dutt hinten, den ich normalerweise so nicht hinkriege. Der hat halt echt eine ganz tolle Form und sieht super interessant aus. So ein bisschen wie eine Blume, würde ich sagen. Und der gefällt mir super gut. Frisur Nummer 9 ist super simpel. Ich habe einfach nur meine Ponypartie nach hinten gekämmt und mit einem durchsichtigen Haargummi einen kleinen Zopf oben am Kopf gemacht. Das war's letztendlich. Ihr seht, ich habe da so viele kleine Härchen, wie gesagt, die habe ich dann mit etwas Haarspray nach hinten geklatscht und schon kann man so eine Frisur auch dann tragen. Ich finde, bei anderen sieht es ein bisschen besser aus, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Die letzte Frisur ist eine Standardfrisur, aber ich finde sie einfach immer wieder schön. Wenn ihr einfach eure Haare zu einem Zopf zusammenbinden möchtet, aber das ein bisschen interessanter und schöner aussehen soll, könnt ihr euch einfach vorher vorne eine Strähne abteilen und die ganz normal runterflechten. Dann nehmt ihr eure Haare zu einem Zopf zusammen, das könnt ihr natürlich im Nacken machen, so wie ich, oder weiter oben, ganz wie ihr möchtet, und wickelt dann eure geflochtene Strähne einmal um euer Haargummi drumherum und steckt das Ganze wieder mit ein paar Haarnadeln fest. Sofort sieht ein ganz normaler
normaler Pferdeschwanz wesentlich interessanter und schöner aus. Und durch den geflochtenen Zopf habt ihr einfach an einer Seite nochmal einen schönen Effekt und das Haargummi wird auch verdeckt. Wenn euch die Frisuren gefallen haben, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Bis dann!